Willkommen, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind in einer weiteren Runde Mechabellum Combat Punkt 2201 auf unserem Weg zu 10.000 und der nicht aufhörenden Sucht. Falls ihr Mechabellum liebt, lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich drüber. Und abgesehen davon gehen wir jetzt mal in die Schlacht. Was haben wir zur Auswahl? Wir haben einen Speed Specialist, den finde ich persönlich. Mal nehmen, wenn man auf Fangs geht. Ich finde, dann ist er am besten. Mit der Kombination, die wir haben, würde ich fast sagen, ich glaube, ich nehme mal den Marksman Specialist. Denn ich habe das Gefühl, es kam ein neuer Patch raus und so. Wir haben jetzt nämlich neue Möglichkeiten, unsere Marksman nämlich auch zu starten mit den Shooting Squads, damit wir 5 Fangs extra bekommen. Unser Gegner hat Steel Balls und Fangs auf seiner Seite. Okay. Gibt es hier irgendeine Standardformation? Die Antwort lautet prinzipiell ja, aber finde ich die gut? Also eigentlich geht's. Finde ich jetzt nicht die geilste Positionierung, die ich jemals gesehen habe. Deswegen stellen wir uns ein kleines bisschen um. Mehr so zur Mitte. Mit unseren Sledgehammern etwas davor. Oh, unsere Fernkampflinie. So, und jetzt brauchen wir allerdings noch leichtes Gedöns. Und zwar die Fangs, die insbesondere die Steel Balls daran hindern, meine teureren Einheiten zu vernichten. Komm ein bisschen nach vorne. Das sollte eigentlich reichen, ohne dass unsere schweren Einheiten die überholen. Und dann legen wir mal los. Was ist eure liebste Strategie? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Okay, sieht an sich ganz in Ordnung aus. Unsere Sledgehammer sind in der Lage, seine Infanterielinie kaputt zu machen. So halbwegs jedenfalls. Die Marksman im Hintergrund, vor allem unser Level 3 Marksman, glaube ich, hilft uns zu retten. Aber hat er noch genug Fangs übrig, um mich zu erledigen? Es sind schon eine Menge, aber wir haben auf der linken Flanke noch ein paar Sledgehammer. Die machen, glaube ich, seinen Marksman kaputt. Hoffentlich. Schießt! Puh, immerhin ein. Es müsste allerdings reichen. Knapper, als ich es mir erhofft habe, aber es hat gereicht. Okay, nächste Runde. Wo gehen wir hin? Every Rhino kill increases its attack by 10% for the current round. Das hört sich prinzipiell irgendwie schon ziemlich geil an. Wisst ihr was? Wir probieren das mal aus. Wir kriegen ja... Wir kriegen gar kein Rhino. Jedenfalls jetzt noch nicht. Erst später würden wir eins kriegen. Okay, das war verschwendetes Geld, wie ich gerade realisiere. Das war dumm, Hamster. Das war mega dumm. Okay. Ja. Dummheit tut weh. Was nehmen wir? Ich würde sagen, wir gehen ein kleines bisschen auf Crowd Control. Nehmen uns mal 2 Arc Lights mit, um gerade seine Defense unseres Gegners kaputt zu machen, bevor sie unsere Fangs zerstören. Kleines bisschen hinter unsere Infanterielinie, damit sie nicht von den gegnerischen Marksmen zerschossen werden. Und ich glaube, wir holen uns nochmal ein weiteres Regiment Fangs oder Arclight. Ich glaube, nochmal ein Regiment Fangs ist okay. Okay. Dann los geht's. Er könnte jetzt zum Beispiel bereits... Oh, it was. Shit. Okay. Das tut weh. Ich kann nur hoffen, dass wir rechtzeitig genug von ihm kaputt machen, dass die Zerstörung unseres Command Centers ist uns nicht völlig vernichtet. Aber ich glaube, die Wasps kriegen wir nicht kaputt. Oder? Nee. Nee, das ist zu heftig. Müssen wir konnten mit Mustang auf der linken und auf der rechten Flanke. Das tut weh. Wir kriegen auch wahrscheinlich gleiche Level ab, oder? Ja, nicht ganz. Aber viel fehlt auch nicht mehr. Ja, schade. Instantane Wasp-Flanke, die dann auch sofort repositioniert werden kann. Mit ihrer Skillung. Haben sie auch direkt... Die haben auch direkt Level 2. Das tut weh. Immerhin kriegen wir auch einen Wasp Swarm, um ihn anzugreifen. Immerhin. Nehmen wir auch mit und Level up auf den Sledgehammer. Das ist eine gute Sache. Und ich denke, wir müssen auf Mustangs gehen. Wir könnten zwar auch
Vielleicht noch mehr Fangs mitnehmen, aber machen wir mal nicht. Wir könnten uns noch ein bisschen mehr... Wir können uns eigentlich gar nichts mehr wirklich leisten. Es sei denn, wir verzichten für den nächsten Zug auf... sich auch die Wasps. Aber immerhin Wasps von beiden Seiten. Ich hoffe, die können wir kontern mit unseren Fangs. Sieht ganz gut aus. Immerhin die beiden Seiten haben wir gekontert. Und auch seine Wasp-Flanke ist vernichtet worden. Meine Wasp-Flanke hat seinen Turm kaputt gemacht. Das heißt, die Runde gewinnen wir ziemlich deutlich. Ich glaube, die Sledgehammer-Tanks Level 2, über die kann man auch nicht meckern. Vor allem, weil unsere anderen Sledgehammer auch gleich Level 2 sind. Und bei denen lohnt sich's heftigst, die Field Maintenance reinzuhauen. Okay. Super Heavy Armor. 130% mehr Attack bei allen Einheiten. Das ist auch richtig stark. Ich glaube, wir nehmen den. 30% mehr Angriffspower bei allen. Sledgehammer Upgrade und Upgrade hier. Und ich würde mal sagen, dann geben wir unseren Sledgehammern jetzt noch die Fähigkeit, sich selbst zu reparieren. Oder wir können günstiger reingehen mit Damage Sharing. Was auch okay ist für den Anfang. Aber Reparatur ist besser. Reparatur ist besser. Und ich glaube, diesmal nehmen wir uns die extra 200 Supplies. Dann können wir uns nämlich nochmal zwei Sledgehammer leisten, wenn wir das wollen. Oder einmal Mustang, falls er noch mit viel mehr Wasps kommt. Tendenziell glaube ich nicht, dass er noch mit viel mehr Wasps kommen wird. Aber man weiß es nicht. Also schnell die Crawler anlocken, einfach weil wir es können. Und wir können ihm eigentlich auch ein Regiment Crawler in den Rücken spawnen, weil wir es können, um ihn ein bisschen zu ärgern. Er hatte noch gar keinen Crowd Control gerade. So, einmal. Und sagen wir mal, Sledgehammer kann ich mir jetzt leider nicht mehr leisten. Aber okay, dann würde ich sagen, einmal noch Marksman. Okay. Nochmal Marksman. Okay. Ja, jetzt die Bömmchen geholt. Das nervt. Hat seine Wasps allerdings nicht upgegradet. Und ich habe jetzt 30% mehr Damage auf allen meinen Einheiten. Und ich glaube, meine Flanke mit Crawler, die hätten wir gar nicht gebraucht. Oh. Hat er sie kaputt gemacht? Ne, da sind sie noch. Macht allerdings total gar keinen Unterschied. Ehe ist trotzdem platt. Sieht für ihn gerade nicht so gut aus. Er hat auf Phoenix Reichweite erhöht und dafür ihre Angriffspower reduziert. Weiß ich nicht. Hört sich irgendwie nicht so gut an, finde ich. Hört sich irgendwie nicht so gut an, Angriffspower zu reduzieren. Okay. Jetzt können wir unsere Sledgehammer auf zusammen verknüpfen. Dadurch sind sie richtig, richtig, richtig stark. Und ich denke, das müsste eigentlich so auch schon reichen. Okay, er hat seine Wasps heftigst abgegradet. Dadurch wird er wahrscheinlich dieses Mal die Runde gewinnen, oder? Mal sehen. Nee. Mustang ist immer noch besser als er. Er hat noch ein paar Wasps in den Hintergrund gespawnt, um meine Crawler aufzuhalten. Dadurch lenkt er allerdings auch nochmal seine Marksman hier im Hintergrund ab. Heftig viele Wasps geholt, aber die haben es irgendwie nicht so richtig gerissen. Und dafür gibt er mir mit meinen Mustangs mal extra Erfahrungspunkte. Dankeschön! Es läuft für ihn gerade echt nicht so sonderlich gut. Ich kann mir kaum vorstellen, wie er da jetzt noch zurückkommen will aus der Situation. Decreases Non-Giant bei 50. Ich glaube zwar nicht, dass wir es noch brauchen. Nehmen wir lieber den Amplifying Core, wenn wir in unsere Sledgehammer reinpacken. Dadurch werden sie so gut wie unbesiegbar. Also das ist natürlich nicht richtig, aber Sledgehammer mit Field Maintenance und Damage Sharing, boah, die sind richtig übel. Und jetzt können wir uns auch noch, glaube ich, nochmal einen Shooting Squad holen. Weil wir haben so viele Marksmen. Können hier nochmal das Upgrade auf unsere Mustangs holen und nochmal unsere Aerial Specialization mitnehmen. Damit wir noch besser gegen seine Wespen sind. Und gegen, also er hat ja auf Flugeinheiten geskillt vorhin.
Also vielleicht kommt da irgendwie ein Phönixhaufen und dann sind wir auf jeden Fall schon darauf eingestellt. So, nochmal zwei Marksmen. Dann kriegen wir nämlich Bonusfangs dazu. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, die Wasps sind eigentlich so gut wie tot. Oh, Flammenwerfer. Naja, das ist klug. Die Fangs finde ich schon gar nicht schlecht, weil sie sehen nochmal ein kleines Schild. Oh, die Steelboss hat's verrissen. Und ja, Wasp, das Vulkan war okay. Aber reicht nicht. Disconnect. Episch, Leute. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen und fürs bis zum nächsten Mal.